Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge DPUD HDMN GAVESZE. Und heute geht es um die Strecke ICG Technical Issues. Das Ding ist, ich kann euch hier zeigen, nach 35 Sekunden, null Fehler und so. Und ihr seht, die anderen haben schon etwas länger gebraucht, teilweise fast 30 Sekunden länger und so. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie die Map schnell geht und dann einmal, wie die Map richtig geht. Also am Anfang hier, man kann auf dem Hinterrad da hochfahren, man kann es auch einfach sein lassen. Ja, ich sag mal so, man kann die jetzt hier null Fehler machen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Weil hier darf man schon mal nicht runterfallen. Hier müsst ihr hoch. Ist ja alles relativ normal. Klein Bunnyhop hoch. Oh. Da kann man sich noch einhaken, falls man es schafft. So, und hier kann man jetzt sich einfach runterfallen lassen. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen Schwung holt oder halt sofort einfach Gas gebt, dann könnt ihr durch den Boden fallen und seid im Ziel. Also das ist die schnelle Version und jetzt nochmal die richtige Version. Also im Prinzip ist das genau das gleiche am Anfang wie bei der schnellen Version. Zack, nach vorne, nach hinten. Oh. Das war nicht so clever. Oh, das war gar nicht clever. Also hoch, Bremstrick, kleinen Bunnyhop hoch. Da landen. Dann hier über die. Zack, über die Mine. So. Einmal den Checkpoint kriegen. Dann hier runterfahren. Dann euch hier einfach durchfallen lassen. Und dann kannst du ja nach links drücken. Dann kommt ihr eigentlich richtig rum auf. So, jetzt nochmal hier der Knopf hinter uns. Ich glaube, das ist ein Checkpoint. Das Viereck nicht berühren, weil irgendwie stirbt man dann, habe ich das Gefühl. Zack. Hier müsst ihr euch hinten rüberfallen lassen. Und dann könnt ihr halt nach hinten. So, das ist die lange Version. Es geht beides, aber wie ihr schon gesehen habt, dieses einfach komplett die halbe Map cutten ist natürlich viel schneller und deswegen habe ich auch gerade den ersten Platz. Nicht besonders fair, die Map so zu machen, aber ich kann es ja nicht rückgängig machen, ne? Ich habe das eigentlich auch nur herausgefunden, weil ich halt einmal da unten gelandet bin und mich einfach gerade ausgefahren. War eigentlich schon am Zurücksetzen, aber habe mich dann halt einfach runterfallen lassen, weil ich dachte mir, ach komm, dann prallst du halt unten kurz auf, ne? Ja, und dann hatte ich auf einmal die Map geschafft, dann habe ich es nochmal gemacht und dann halt in 35 Sekunden. Also das ist auch noch lange keine Bestzeit, man kann das noch viel schneller machen als ich, wenn man es auf diese Art macht. Aber an sich ist die Map ganz cool, wenn man sie richtig macht. Der Map erstellt ein kleiner Asi, dass er die ganzen Fallen da mit den falschen Punkten eingebaut hat. Aber an sich eine coole Map, also kann ich empfehlen. Dann haut rein und noch viel Spaß bei den anderen Videos von dem Pizza und auch von mir vielleicht. Ne? Wenn ihr, also ihr könnt auch meine anderen Videos gucken. Also haut rein, tschüss.